Es ist bereits die 5. Supply Chain Hall of Fame Gala. Mehr als 350 Gäste haben dieses Jahr die Ehrung dürfen miterleben. Das 12. Mitglied ist der Gottlieb Duttweiler, Mikrogründer, Pionier und Revolutionär vom schweizerischen Detailhandel. Er war der Supply Chain Koryphäe. Das hat natürlich angefangen, als er mit seinen Lieferwägeln das erste Mal ausgefahren ist. Das heisst, er hat den ganzen Zwischenhandel ausgeschaltet und er hat überhaupt die Selbstbedienung eingeführt in der ganzen Schweiz. Das hat es vorher in Europa nicht gegeben. Also man war sich vorher gewöhnt, an eine Theke zu gehen, wenn man es heute noch in einer Apotheke macht. Und der Duttweiler hat die sogenannte Versorgungskette, die Supply Chain, nicht nur in der Schweiz, sondern sogar europaweit aufgebrochen. Und er ist also das Musterbeispiel von einem Pionier, wo wirklich, sagen wir mal, die ganze Retail- und Detailhandelsabläufe völlig auf den Kopf gestellt hat. Die Ehrenurkunde hat stellvertretend der Andreas Münch, Mitglied der Generaldirektion Migros, entgegengenommen. Auch für den Leiter Logistik und Transport von der Migros, Rainer Deutschmann, ist es Anliegen, die Gedanken von Gottlieb Duttweiler nachzuleben und gleich wie er pionierhaft zu sein. Und wir sind das in zweierlei Beziehungen, indem wir die weltweite Supply Chain digital erfassen, dass wir viele Daten können erfassen in dieser End-to-End-Supply-Chain über 19 Stationen vom Lieferant bis in die Filiale. Und aus dem muss die Supply-Chain besser verstehen, mehr können Verschwendungen reduzieren, nachhaltiger sein. Das gesammelte Geld an dieser Benefizgala wird ins Verkehrshaus Luzern investiert. Dort werden ab Ostern 2020 Logistik und Transport die Schwerpunktthemen sein. In diesem Zusammenhang wird die nächste Supply Chain Hall of Fame Gala am 27. Mai 2020 im Verkehrshaus Luzern stattfinden.